idealism prevails. Make the world a better place. Also was mir so gut gefällt beim Peter Kamp ist, Sie kennen ihn schon lange, er ist Vorsitzender unseres Kuratoriums. Er ist ein Philosoph engagé, wie wir das nennen würden. Und zwar ist er wirklich ein engagierter Philosoph, der versucht auch sich um die existenziellen Probleme des Menschen zu kümmern. Und das hat natürlich auch mit seiner Vita, mit seinem Leben zu tun. Er hat ja Philosophie studiert und nach dem Studium in Wien ist er ein Jahr nach Paris gegangen als Postgraduate. Und dort hat er das Glück, eben nicht nur Sartre, Jean-Paul Sartre persönlich kennenzulernen, sondern auch bei diesem christlichen Philosophen Gabriel Marcel Assistent zu sein ein Jahr lang. Und sein ganzes Leben hat er sich eigentlich mit dieser existenziellen Philosophie beschäftigt. Und wie Sartre geht es eben Kampitz um die Möglichkeiten der Freiheit und da geht es eben nicht um politische oder wirtschaftliche Freiheit, sondern die Freiheit, dass wir uns autonom selbst entwerfen können, ohne dass uns irgendwelche Autoritäten sagen, was wir zu tun haben. Vielleicht etwas noch zu seinem Leben. Also er hat sich 1974 habilitiert und zwar auch mit einer Arbeit zu Jean-Paul Sartre und Gabriel Marcel. Und seit 1977 war Kampitz ordentlicher Professor am Philosophischen Institut und dann am Vorstand des Instituts für Philosophie und bis 2008 auch Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften. Also eine Fakultät, worum uns, habe ich schon jetzt öfters gehört, die Deutschen beneiden, dass wir eben die Philosophie mit den Bildungswissenschaften zusammenbringen. Das gibt es in Deutschland nicht. Von 2012 bis 2016 war Kampitz dann an der Donau-Universität in Krems und dort hat er dann das Zentrum für Ethik in der Medizin geleitet. Er ist auch Teil der Bioethik-Kommission und und lieber Peter, ich würde dich bitten, dass du beginnst. Danke. Also ich danke dir. Bin ich verständlich? Geht es oder? Ja, gut. Für die, wie üblich, freundlich, sehr detaillierte Einleitung. Ich muss mich entschuldigen, ich bin durch einen saublöden Sturz, der mich mit einem Oberschenkel-Halsbruch versehen hat, einigermaßen gehandicapt. Unter anderen Umständen hätte ich abgesagt, aber da mir die Waldviertelakademie so am Herzen liegt, habe ich es nicht übers Herz gebracht, nicht Nein zu sagen. Warum alle Freunde aus dem Kurator wiederzusehen. Ja, ich bitte also um Entschuldigung ob meiner Gebrechlichkeit, bringt mich in eine gewisse Verlegenheit. Ich hatte nämlich vor, eine Philippika gegen die Technologieentwicklung, die du im Grunde genommen jetzt schon erwähnt hast, zu erhalten, weil ich hier glaube, dass einige Entwicklungen im Gang sind, von denen wir nicht wissen, was am Ende wirklich dabei herauskommen wird. Andererseits bin ich jetzt durch meine Gebrechlichkeit nicht undankbar, dass es gewisse technische Möglichkeiten gibt, die mir behilflich sind. Und wenn Sie sich gestern am Abend daran erinnern, an diese herrliche Karikatur, die uns Haderer vorgestellt hat, ich glaube, es war ein Sportler, ich bitte die Sportler um Entschuldigung, keine Beleidigung jetzt, wo einer mit nur mehr künstlichen Gliedern offenbar seinen Sport betreibt und nur mehr Implantate und dergleichen hat, wo auch vom Gehirn her gelenkt wird, habe ich der Karikatur nicht entnehmen können. Ich nehme aber an, es wird der Fall sein, weil einige der Gurus, die aus dem Silicon Valley, vor allem aus den USA kommen, natürlich meinen, das Beste wäre, unser Gehirn durch eine Festplatte zu ersetzen. Dann hätten wir sozusagen eine bessere Funktion, bessere Kontrollierfähigkeit in all diesen Dingen. Wobei ja auch das Gehirnbewusstsein und eben dann auch
das damit verbundene Problem der Freiheit noch lange weder philosophisch noch naturwissenschaftlich, denke ich. Ich weiß nicht, ob die René Schröder mir widersprechen wird. Sie tut das momentan nicht immer, aber doch sehr oft. Und ich freue mich schon auf die spannende Diskussion mit dir. Ja, soweit also. Ich habe diese ungewöhnliche Kombination von einem Philosophen, der vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sozusagen eine der Berühmtheiten weltweit gewesen ist, nämlich Jean-Paul Sartre ausgehend, weil er in meinen Augen einer der radikalsten Verfechter eines Freiheitsgedankens gewesen ist. Und dieser Freiheitsgedanke selber, der natürlich auch für ihn, aber war nicht nur spekulativ, die Grenzen der Freiheit mitbedacht hat und die Schwierigkeiten der Entscheidung als Ausgang zu nennen und von da zu einer Bewegung überzuleiten, die unter dem Titel Posthumanismus oder Transhumanismus in den letzten Jahren von sich reden gemacht hat. Sind Sie einigermaßen mit diesen Begriffen oder mit diesen Definitionen vertraut? Transhumanismus sagt Ihnen das was? Oder Posthumanismus? Naja, das Nicken ist nicht sehr überzeugend. Aber das macht ja nichts. Also ich werde ohne dies nicht alternativ in das Ganze hineingehen. Die Sache war deswegen interessant, weil der Mensch eigentlich seit der Renaissance und seitdem, was der Humanismus in der Renaissance bedeutet hat, immer mehr und mehr sich selber als den eigentlichen Mittelpunkt nicht nur der Schöpfung, der Schöpfungsgedanke wurde ja dann immer blasser im Verlauf der nächsten Jahrhunderte, sondern eben überhaupt die Rückbesinnung auf den Menschen und damit sozusagen den Namen Humanismus vertreten hat. Und diesen Humanismus hat Sartre dann im 20. Jahrhundert aufgegriffen und hat seine eigene Philosophie, die als Existenzialismus einige Zeit lang eine Art Modeerscheinung auch gewesen ist, als einen Humanismus bezeichnet. Einen Humanismus deswegen, weil es dabei um den Menschen und nur um den Menschen geht. Und da kommen einige sehr plakative Formulierungen in seinen Überlegungen vor. Zum Beispiel im Französischen heißt l'homme se fait, also der Mensch macht sich selbst. Es gibt keine vorgegebenen Normen, keine vorgegebenen Werte, keine vorgegebenen Menschenbilder, sondern alles ist offen. Und entscheidend für ihn ist zugleich auch, dass menschliches Sein Handeln bedeutet. Also nicht allein denken oder wie in der Tradition der Fall war, nicht allein gewisse Fähigkeiten, die man seit der Antike her kennt, also das berühmte Zoon Logon Echon, also der Mensch als vernunftfähiges oder vernunftbegabtes Wesen, sondern eben der Mensch ist Freiheit. Und da geht er so weit zu sagen, das ist das eigentliche Wesen des Menschen und ein Humanismus hat eben diese Freiheit radikal zu bedenken. Und das stößt natürlich nicht nur in der Härte dieser Formulierungen auf Widersprüche, sondern wirft natürlich auch eine ganze Reihe von Problemen auf. Probleme, die Sartre teilweise nicht kannte. Er hat sich damals mit dem Determinismus aus psychologischer Sicht herumgeschlagen, nicht aber mit der Hirnforschung, weil die zu dieser Zeit eigentlich in die Kinderfüßen gesteckt hat. Und Hirnforscher, vor allem in der deutschen Tradition, sind ja drauf und dran, die menschliche Freiheit eigentlich zu leugnen und zu sagen, alles was passiert, ist im Grunde genommen ein Ergebnis der Neuronen, Verknüpfungen, Neuronen, Schaltungen in unserem Gehirn. Und auf die Frage, was ist der Mensch, wird gern geantwortet, du bist dein Gehirn, sonst nichts. Ne? Und wie das dann weitergeführt werden kann, bleibt auch in dieser Hinsicht offen. Und anschließend an diese sartischen Behauptungen gab es schon in Frankreich einige Angriffe vom sogenannten Strukturalismus, die also gesagt haben, na, einen solchen Freiheitsgedanken und einen solchen Humanismusgedanken kann man eigentlich nicht vertreten. Und besonders ins Gerede ist das Ganze eben gekommen mit den Strömungen des sogenannten Posthumanismus oder Transhumanismus. Das ist eine sehr zwiespältige
und differenzierte Angelegenheit, die im Wesentlichen aber darauf beruht, dass der Mensch unendlich verbesserungsfähig wäre durch technologische Möglichkeiten, vor allem durch IT, aber auch durch Genetik, durch die Genforschung, durch die Genmanipulation etc. mehr. Also wir ein Menschenbild entgegengehen, das in jeder Hinsicht besser ist, fähiger ist, mehr kann als der Mensch in diesem Humanismus, das man vom Menschen in diesem Humanismus angenommen hatte. Also hauptsächlich auf technologischem Gebiet. Das kann man natürlich sagen, ist es wirklich so etwas absolut Neues. Denn Prothesen und irgendwelche Ersatzdinge haben eigentlich den alten Ägyptern immer schon gekannt. Auch das hier sozusagen ist eine Prothese. Und ich könnte natürlich auch eingebaute Prothesen haben. Ich könnte natürlich auch bis hin zu einer Steuerung mein Gehirn Veränderungen durch gewisse Implantate vornehmen. Und das Ganze steht eigentlich unter dem Begriff, ich sage es Englisch, des Human Enhancement, also der Verbesserung der menschlichen Möglichkeiten. Jetzt beleidige ich ganz kurz unwillentlich die Sportler. Man nimmt den Sport zum Vorbild, schneller, höher, weiter. Und man kann sich natürlich fragen, ist das wirklich sinnvoll? Ist es wirklich sinnvoll, Zehntelsekunden, Hundertstelsekunden, wahrscheinlich schon Tausendstelsekunden beim Skifahren zu messen oder beim Hochspringen Millimeter oder dergleichen dann wünschenswert anzusetzen? Doping braucht man jetzt nicht erwähnen. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass durch die Einpflanzung von künstlichen Sprunggelenken oder dergleichen mehr diese Höhen besser zu erreichen sind als vom Menschen ohne diese technologische Ausstattung. Biologisch natürlich ist oder sind dem Menschen Grenzen gesetzt. Die erfahre ich zum Beispiel jetzt am eigenen Leib. Es ist wahnsinnig schwer, mit einer gewissen Behinderung der Unbeweglichkeit zu leben. Man tut natürlich einiges daraus, würde Sartre würde sagen, tu dir nichts draus, du hast die Freiheit daraus, etwas zu machen. Du kannst mit dieser Behinderung verzweifeln, du kannst Selbstmord begehen, du kannst aber auch mit dieser Behinderung leben und etwas daraus machen, indem du dich auf Fähigkeiten, auf Möglichkeiten besinnst, bei denen diese Behinderung nur eine geringe Rolle spielt. Und diese körperliche Vorgegebenheit, er nennt sie Faktizität, ist natürlich auch auf anderen Gebieten da und auch wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch oder ein Mann oder eine Frau, das war ein böser Versprecher, der die Größe von 1,60 Meter hat, ein guter Basketballer sein wird. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es die auch, aber jedenfalls sind hier allein schon durch die Physis, durch die Körperlichkeit bestimmte Grenzen gesetzt. Und dass der Mensch ein Mängelwesen ist im Vergleich zu anderen Lebewesen animalischen Ursprungs, dass er schlechter sieht als ein Adler, dass er nicht so schnell rennen kann wie eine Gazelle, dass er zugleich auch aber adaptionsfähig ist an verschiedene Entwicklungen im Klimagebiet. Der Mensch kann am Nordpol mit technischer Hilfe genauso überleben wie am Äquator, während ein Zebra oder ein Löwe, den man auf dem Nordpol aussetzt, wahrscheinlich hier mehr oder weniger rasch zugrunde gehen wird. Also was wollen jetzt die Transhumanisten? Die Transhumanisten sozusagen sind Philosophen, Physiker, Technologen in erster Hinsicht, die eben glauben, dass der bisherige Mensch sozusagen abgeschafft werden sollte und eine gesteuerte Evolution durch den Menschen selbst in die Hand genommen werden soll. Zugleich sollen auch die menschlichen Anlagen optimiert und ausgedehnt werden. Das klingt ein bisschen auch nach Nietzsches Übermenschen. Also Nietzsche hat ja bereits auch den Menschen als etwas, was überwunden werden soll, in seiner Philosophie propagiert, allerdings mit anderen Ursprüngen, nicht technisch verbesserbar, sondern vor allem, indem er alle Moral hinter sich lässt. Das ist natürlich auch sehr plakativ gesagt. Der Transhumanismus
arbeitet auf den Gebieten der künstlichen Intelligenz, der Genmanipulation, der Eingriffe in die DNA, aber natürlich auch der Robotik, um letztlich zu einem Mensch-Maschine-Syndrom oder Symbiose zu gelangen. Und die utopische Vorstellung dabei, die ich gern im Näheren diskutiert hätte, war ja auch die, dass wir damit auch auf dem Weg zur Unsterblichkeit wären. Wenn wir technologisch das Enhancement so weit treiben, dass wir Organe, die eines natürlichen Absterbens gewidmet oder geweiht sind, durch künstliche ersetzen können, indem wir abgenützte Organe sozusagen durch neue Bestandteile ersetzen, so wäre eigentlich theoretisch und auch praktisch eine gewisse Unsterblichkeit in der Nähe. Die Frage ist nun, wäre das wünschenswert? Stellen Sie sich sowohl Personal vor, also ich möchte es nicht. Ich möchte es wirklich nicht, unsterblich zu sein, obwohl das ein uralter Menschheitswunsch ist. Und dann die pragmatische Frage, was da haben wir da mit den Leuten? Nicht? Schicken wir die alle in den Weltall als Cybers oder bringen wir sie in China und da haben sie irgendwo leider zu mehr sein, die Erde würde dann unendlich bevölkert. Wobei noch einmal, auch das war eine Karikatur, die mich sehr beeindruckt hat, obwohl ich da vom Hadras gar nicht stammt. Dem Planeten ist es doch vollkommen egal, ob diese Spezies Mensch auf ihm herumklettert oder nicht. Er kann sich sogar als eine Art von Krankheit. Der Planet leidet am Homo sapiens. Und wenn man sich die Entwicklungen anschaut, was wir an Verwüstung dieser Erde gemacht haben, so kann man eigentlich nur sehr pessimistisch der Zukunft entgegengehen. Ich verzichte auf konkrete Beispiele. Es gibt gewisse Präsidenten, vor allem auf dem amerikanischen Kontinent, denen eigentlich eine Festplatte durchaus nicht schaden würde. Aber vielleicht ist sowieso ein Loch. Es geht nichts mehr hinein. Gut, wir haben ein Problem der Grundhaltung des Menschen gegenüber der Natur, wobei der Naturbegriff selber auch natürlich ein sehr, sehr differenzierter ist. Und man könnte sagen, zum Menschen gehört eigentlich, dass er über seine eigene Natur immer wieder hinausgeht und diese Natur verändert. Und damit sind wir beim Problem der Grenze. Wo aber wären die Grenzen? Und wenn man den Transhumanisten glaubt, so gibt es eigentlich keine Grenzen. Einer von ihnen hat einmal behauptet, der Tod wäre sozusagen eine Obszönität. Und den Tod müsste man eigentlich überwinden. Die Sterblichkeit steht uns bevor. Dann gibt es die artifizielle Superintelligenz unter dem Titel der Singularität, also dass nicht alle Menschen, sondern nur bestimmte Menschen zu dieser Superintelligenz zuteilt haben sollten. Naja, und die Roboter selber sind ja auch etwas Zwiespältiges, würde wir Kieser wahrscheinlich widersprechen, aber ich möchte im Pflegedienst, ich nehme das vor, einen Einsatz von Roboter möglichst sparsam sehen. Ihr habt das vielfach erlebt nach einem vierwöchigen Spitals- und Rehab-Aufenthalt, wie sehr menschliche Zuwendung eine ungeheure Rolle in der Pflege und überhaupt in der menschlichen Gesundheit spielt. Und die ist durch einen Roboter da einfach nicht zu ersetzen. Mit einem Roboter, der mich hier hinaufgehievt hat, kann man mich hinaufhieven, schön und gut. Das brauche ich momentan, zu 20 Jahren hätte ein Seil genügt und ich hinaufgeklettert, kann ich jetzt momentan eben nicht mehr. Aber diese technischen Hilfsmittel selber haben natürlich auch ihre Grenzen. Und die technische Manipulation, die über die Prothetik hinausgeht, soll eben ein Optimum an menschlichen Möglichkeiten darstellen. Da gibt es natürlich auch wiederum Missgeschicke, auch eine Karikatur von Haderer gestern, diese, was ist das, Pippi Langstrumpf, nicht? Mit dem herrlichen jungen Gesicht nicht? Und der für uralten Händen. Nicht? Es gibt ja in Wien gewisse Gesellschaftsdamen, die ja das Mittel Botox ausgiebig verwenden und man jetzt leider auch ansieht. Nicht? Aber ich nenne keine Namen, wie ich meine. Gut, natürlich kann man jetzt den
Transhumanismus selber gewissermaßen kritisieren. Und ich kritisiere einen französischen Gegenwartsphilosophen, Jean Baudrillard, einer der schärfsten Kritiker dieser ganzen technologischen Entwicklung, der formuliert hat, die Menschen stellen intelligente Maschinen her oder denken sich solche aus, weil sie heimlich an ihrer Intelligenz verzweifeln. Unter der Last einer monströsen und nutzlosen Intelligenz zusammenbrechen. Die Intelligenz den Maschinen anzuvertrauen, erlöst uns von jedem Anspruch auf Wissen, wie die Übertragung der Macht an Politiker uns erlaubt, über diese Machtanmaßung zu lachen. Man nennt die Maschinen nicht umsonst virtuell, sie halten das Denken in unbestimmten Schwebezustand, verbunden mit dem Verfallsdatum eines ausgeschöpften Wissens. Nicht Wikipedia zum Beispiel, Geschichten, Google sind ein sehr gutes Beispiel. Die Frage nach dem Denken wird nicht mehr gestellt werden, ebenso wenig wie die nach Freiheit für künftige Generationen. Der virtuelle Mensch, reglos vor seinem Computer, macht Liebe via Bildschirm und seine Kurse per Fernstudium. Er wird zu motorisch und zweifellos auch geistig Behinderten. Das ist der Preis, den er zahlen muss, um operational zu werden. Wie man davon ausgehen kann, dass Brille oder Kontaktlinsen eines Tages zur eingebauten Prothese einer Gattung werden, die den Blick verloren hat, so darf man befürchten, dass die künstliche Intelligenz und ihr technisches Zubehör zur Prothese einer Gattung werden, der das Denken abhanden gekommen ist. Und Sartre hat in seinen späten Lebensjahren auf die Frage nach der Freiheit sozusagen erwidert, ja, diese Art von Freiheit ist etwa, was darüber nachdenken lässt, dass der Mensch eigentlich am Ende seiner Evolution, am Ende seiner Entwicklung ist. Wo aber die Grenzen dieser Evolution, die Grenzen dieser Entwicklung sind, das weiß niemand, das hat Sartre selbst auch nicht beantwortet. So, es war lang genug. Herzlichen Dank fürs geduldige Zuhören. Idealism prevails. Make the world a better place.